Wow. Unsichtbare Gnade. Der Bodensatz unserer Gesellschaft. Gut. Ja, wenn zwei Kugeln sich treffen, explodieren sie sofort. Sie bestehen praktisch aus Materie und Antimaterie im Abwechseln. Und ganz zufälligerweise treffen sich immer die richtigen Kugeln oder so. Die wollen es auch nicht. Sieh dich mit dem Raketenwerfer in den engen Raum herum. Das war wirklich nicht clever. Cool, das war schon der Schlüssel. Fliegende Gnade. Wie ich... Ach du Scheiße, sind das viele. Auf den kann ich auch noch reiten. Wow, wow! Boah. Bah, das bin ich jetzt aber nicht schauen. Hört auf mich anzuknabbern, ihr kleinen Drecksviecher. Ach du Scheiße, die haben mich gerade über das Loch getragen. Alter, sind die gefährlich in der Masse. Es war klar, es war klar, es war klar. Ich fall doch drauf rein, ich fall doch drauf rein. Dich. Okay. Ist das jetzt der große Obelisk? Er sieht irgendwie ein bisschen abgeschnitten aus. Ach, da kommt er. Es ist in Wahrheit eine Langstreckenrakete. Alle Obelisken sind in Wahrheit Langstreckenraketen. Boah, ist der riesig. Oder was? Da ist sowas drinne. Oh, und jetzt rufen wir das Mutterschiff. Wir rufen tatsächlich das Mutterschiff. Bam, 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 bam. Oh, sieht die Erde mal geil aus. Das ist Afrika, das wir da niederblicken. Da, ich zeig gerade mit dem Finger rauf, ist Madagaskar. Natürlich nicht so gut zu sehen, weil mein Finger nicht gut aufgenommen wurde. Leider ist diese Technik nicht besonders gut. Ich kann das einsammeln, ohne dass gleich ein Chemikaze in mir drin ist spawnt. Das muss aber eine gemeine Falle sein, die ihr da vorbereitet habt. Ja, ja. Scheiße, ich habe ja vergessen, das Mitziehen ist überhaupt nicht notwendig bei Sam. Da ist nur direkt draufziehen notwendig. Ich habe also mitgezielt sozusagen. Ich habe meine Bewegung ausgeglichen. Dachte, die Konoku würde durch meine Bewegungsenergie noch weiter nach rechts bewegt werden. Aber
Es ignoriert dieses Spiel freundlicherweise. Insofern ist es eigentlich ein Kinderspiel. Das Zielen zumindest. Zielsend 3 ist jetzt nur noch eine Orgie aus Gewalt, aber... Nee, Back to Frontier ist nur noch eine Orgie aus Gewalt, aber... Naja... Oder war es 3? Ach, ich habe beides gespielt. Oder ist es das gleiche Spiel? Man sieht, mehr wie First und Second Account habe ich nicht gespielt, weil die beiden haben wir am besten. Pyrrhus, heilige Höfe, du hast weder die Zeit noch den Grund, sie zu suchen. Geben sie direkt zur großen Pyramide. Oh, jetzt kriege ich wieder, was ich vorhin bezahlt habe. Ich fühle mich totgeweiht. Das möchte ich jetzt einfach mal so anmerken. Ich glaube nicht, dass ich das noch besonders lange spiele, dieses Spiel. Und aus irgendeinem Grund... Ja. Nein. Welchen Knopf muss ich nun anhalten? Also wirklich. So. Das ist ja viel größere Obelisk. Ich glaube, das tue ich mir heute nicht mehr an. Ich sage, ich speichere jetzt und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Series Sam HD. Genau, es geht jetzt weiter und ich höre einfach auf mit Hallo und Tschüss sagen in den Videos, weil ich... Ich mache ja sowieso dauernd... Moment, ist das richtig? Hatten wir das nicht schon? Ja doch, das war richtig. Also weil... Oh Mann. Weil ich mache ja sowieso immer in den Videos den Schnitt dann. Weil ich will ja so auf 20 Minuten gehen. Das Problem ist, ich würde gerne länger wie 20 Minuten machen, aber bei Serious Sam werden die Videodateien dann unerklärlicherweise so groß, dass es nicht mehr vertretbar ist für die Internetleitung. Also, die sind jetzt bei 20 Minuten schon 1 GB groß und gehen nicht mehr kleiner und wenn ich sie dann auf 30 Minuten länger mache, dann werden die gleich doppelt so groß. Das verstehe ich auch nicht genau warum. So. Jetzt passiert hier nichts. Ja, wir müssen schnell zur großen Pyramide. Ich traue meinen Augen kaum, aber dieser Obelisk scheint ein großer Sander zu sein. Ich glaube, sie haben gerade etwas in die Tiefen des Salz geschickt. Oder irgendwie so. Also. Was ist jetzt hier los? Ich sehe nichts und nichts passiert. Bam. Wie man sieht, es hat nichts damit zu tun, wo man hier schießt. Ob Füße oder Kopf, es fällt immer das gleiche ab. Oh, da leuchtet das rot. Nee, das sah nur so aus. Wie F ist hier los? Wenn hier jetzt nicht gleich was passiert, dann wird es langweilig. Oh. Wie schön.
Ich hätte es irgendwie schon kommen sehen, dass sie Laserstrahlen den zerrücken. Nö. Ja, ich habe den Großen schon gehört. Wow, das ist jetzt aber hier echt was. Ich meine, das war jetzt wohl nicht etwa ernst, oder? Ich erinnere mich ja nur an die Tausenden, aber Tausenden von Klärskeletten ein paar Teile zuvor, die mir so ähnlich viele... Oh. Und sie ist wirklich jedes Mal die komplette Salve... Sieben, bis ich an das nächste rankomme. Da hätte ich dann schon irgendwie ganz gerne Leben zwischendurch. Da ist noch mehr. Ich höre noch eins. Jetzt höre ich nichts mehr. Ne, jetzt höre ich nichts mehr. Oh, da ist ja noch einer. Ja, von hier habe ich alles. Also... auch alle Monster. Gut. Mal sehen. Ist jetzt hier hinter was aufgetaucht, also der Säule da? Nein. Darf ich suchen gehen oder was? Ah. Okay. Bam. Ich werde jetzt viel diese Schnellspeicher benutzen, weil... so, als könnte man sich hier ganz leicht verscherzen. Zum Beispiel auf diese Weise. Ne, den sammle ich mal noch nicht ein, weil noch bringt er mir nicht die volle Menge. So, jetzt? Ein kurzer Schnittchen, das hört man wahrscheinlich nur an der Musik.
los? Ich verstehe diesen Raum nicht. Groß und leer. Oh Mann. Ein Gegner begegne ich hier nirgendwo. Und die gehen eigentlich von überall auf mich los. Nee, ich sollte die Arme nicht verschwenden. Bitte, sagt mir doch jemand, was jetzt los ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich sehe nirgendwo einen Gegner. Nee, Schalter sind ja auch nicht dran. Ja, das wollte ich gar nicht. Aha. Verdammt. Okay, wie ich da durchkomme, das erkunde ich nächstes Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf dieser langweiligen Episode.